So, was mache ich jetzt hier? Was muss ich jetzt hier machen? Was ist das für eine Sendung jetzt hier? Es ist lange her. Jetzt fällt er Berlin. Muss ich jetzt Axel Stein und den Bachelor mit dem Petcar überfahren? Ist das die Sendung? Nein, falsch. Das ist Lena Berlin. Ach so, das ist die andere Sendung. Okay, am Ende gewinnt man keine Sendezeit, nichts. Nein, so. Okay, das ist praktisch Sendezeit, die ich jetzt filmen muss. Ne? Exakt. Ja, sehr gut. Hast dich vorbereitet. Ja. Und zapft ist. Ja. Late Night Berlin. Ich habe Late Night Berlin wirklich sehr stark vermisst. Ich habe Sie, meine Damen und Herren, ich möchte sagen Freunde, sehr stark vermisst. Ich hatte solche Entzugserscheinungen. Ich habe schon Privatwitze gemacht. Ja. Herzlich willkommen zu Late Night Berlin. Ich habe gerade noch was gelesen. Gerade eben eine brandheiße Nachricht ist noch reingekommen. Gerade eben, Julian Nagelsmann ist jetzt neuer Bundestrainer erstmal bis zur EM. Ja. Aber die EM macht er dann auch noch, ne? Oder? Ja. Oder direkt bis zur EM. Und dann kommt wieder Rudi Völler. So einen kaputten Laden erstmal sich vornehmen und komplett wieder irgendwie aufpäppeln. Hätten sie noch 2 Jahre warten müssen, dann hätten sie auch Olaf Scholz gekriegt, ne? Naja, ProSieben wollte ihn auch haben. Ja, sagen, sind komplett am Boden, wer kann es jetzt noch machen, ne? Ja, hat leider abgesagt. Aber das muss man sagen, es sind ja nicht nur schlechte Nachrichten. Auch in München, gerade in München, da geht momentan, wie meine Oma immer gesagt hat, abends, wenn die Säufersonne aufgeht, da werden die Münchner momentan wach und nicht nur die ganze Welt, denn Ohrzapft ist, das war hier so eine Stimmung eigentlich auch, als ich das erste Mal hier die Türen aufgemacht habe fürs Publikum bei Late Night Berlin. So sind die reingestürmt eigentlich. Wie bei so einem, also ich finde das toll, dass da wieder so typisch bayerische Traditionen jetzt eigentlich bundesweit sichtbar sind. Also die Frauen tragen Dirndl, die Männer saufen sich die Maßkrüge rein, die Kinder malen in der Schule antisemitische Flugblätter. Also typisch bayerische Traditionen, finde ich toll. Harry Kane ist ja jetzt neu. Über den muss ich die ganze Zeit jetzt nachdenken, wenn er jetzt so durch die Straßen läuft da. Den haben sie ja geholt und dann ist er so aus dem Flugzeug so rausgefallen. Dann musste der sofort spielen, am besten 30 Tore machen, damit sich das rechnet. Und jetzt sieht er da überall so Assis, die rumgrölen, alle sind besoffen. Der hat doch Heimweh jetzt bestimmt. Naja, ich wollte auch mal hin, ich wollte auch mal ins Käferzelt. Ja. Ich war da drauf und dran, aber dann hatten meine Bodyguards hatten dann Angst vor Verena Kehrt und sind mir wieder umgedreht. Es ist so ein bisschen, als wenn man so in die Bunte hineingeht. Ne? Das ist so ein bisschen eigentlich wie in der Barbie-Welt. Ja? Ja, wenn man so in dieser Barbie-Welt, in die Bunte so hinein einsteigt und sagt, na, was ist denn hier los? Ja? Wer ist denn da? Und dann gibt es ja noch diesen Kotzhügel. Das ist was ganz Besonderes, da muss man nicht lachen. Ne? Hier als Berliner, vielleicht habt ihr es nicht verstanden, als Berliner, also Kotzhügel sagt man in München, in Berlin sagt man einfach Hügel. Ja? Ganz normaler Hügel. Und der wird jetzt die ganze Zeit bewacht. Da stehen jetzt extra Securities, die den Kotzhügel bewachen, neuerdings, damit da nicht mehr, was ist das für ein Oktoberfest? Ist das noch unser Oktoberfest, wo man nicht mehr zu Hula Palu von Andreas Gabayé ordentlich abkotzen kann? Ist doch nicht schön. In Portugal sind so große Tanks geplatzt, voll mit Rotwein. Und mehrere Millionen Liter Rotwein haben ein komplettes Dorf geflutet. Guckt euch das mal an. Ja, da bekommt der Begriff Weinkeller eine ganz neue Bedeutung, ja? Ist doch schön, so eine komplette Gerolllawine an Roquefort-Käse ist noch hinterhergekommen. Ist doch herrlich. Ja, beim Roten Kreuz, da konnten die sich gar nicht davor retten, dass irgendwelche Helfer gesagt haben, ja, ich fahre ins Katastrophengebiet, kein Problem. Ja? Sehr gut. Kann ich das bitte noch einmal mir angucken, wie das genau aussieht? Guck mal, so stelle ich es mir vor, im Hals von Gérard Depardieu, wenn er niesen muss. Sag mal, hätte das nicht auch eigentlich mit der Sintflut passieren können? Ich bin nicht so bibelfest jetzt, meine Damen und Herren, aber hätte das nicht auch mit der Sintflut passieren können, wenn Jesus nur 2 Zaubersprüche leicht abgeändert hätte? Ja? Hätte man doch auch sowas hingekriegt. Ja? Ich habe jetzt Angst, dass Joko das sieht, dass er noch auf dumme Gedanken kommt und dann gibt es ein 3-Freunde-Schwimmbad auf einmal. Ja? Ach, einfach, glaube ich, noch eine komplette Ladung Fleckenteufel hinterher fluten. Dann geht das auch wieder aus den Tischdecken. Von mir aus in Ordnung. Ja, man muss mal einfach 2-3 Tage muss man das einfach stehen lassen. Dann reduziert sich das zu einer wunderbaren Bratensauce. Ja? Und dann ist das doch schön, ja? Warum nicht? Ich habe was anderes noch gehört und das muss ich sagen, fand ich richtig süß. Das ist für mich die süßeste Meldung der Woche.
Bei Disney in der 5. Etage vom Disney-Gebäude wurden jetzt Mäuse gefunden. Mäuse. So kleine Mäuse. Ist das nicht süß? Bei Disney. Zu Mäuse. Wo doch bei Disney? Das ist doch eine Maus. Mickey Maus. Das Problem ist, die Mäuse können überhaupt nicht kochen. Ja? Die haben aber nicht nur Mäuse gefunden, die haben auch Flöhe jetzt gefunden. Boah. Flöhe. Ja, das kommt davon, wenn man Goofy nicht rechtzeitig wäscht, ja, hat man irgendwann Mäuse dann und Flöhe. Dann beißt er immer so. Dann beißt er immer so, genau. Ja, was macht man jetzt noch mit dem Gebäude? Ja, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder abreißen oder eine Burger King-Filiale rein. Ja? Das sind die zwei Möglichkeiten. Ich habe noch eine Moderation gesehen. Die hat unser geschätzter Kollege Boris Rosenkranz, ein toller Medienjournalist, gefunden und bei Twitter online gestellt. Das ist eine Moderation aus dem ZDF Morgenmagazin. Und da sagt die Moderatorin, also will hinleiten auf ein Thema. Und ich zeige Ihnen jetzt nur den Anfang und dann mache ich eine kurze Pause. Und dann können wir ja mal gemeinsam überlegen, wo will sie hin mit der Moderation? Wo soll es enden mit der Moderation? Ich sage Ihnen, Sie werden nicht drauf kommen, aber mal genau zuhören. Stellen Sie sich vor, Sie kommen zur Arbeit, haben extra einen neuen Drucker mitgebracht. Den wollen Sie jetzt unbedingt in Ihr Büro im 4. Stock tragen. Alleine schaffen Sie das aber nicht. Jetzt kommt der ein oder andere Kollege vorbei, Sie bitten um Hilfe. Alle sagen, nee, lass mal uns stehen, wir brauchen diese Drucker nicht. Sie wollen das aber unbedingt. Und dann kommt dieser Kollege, dieser eine, den Sie überhaupt nicht leiden können, der immer diese unangenehmen Sprüche in der Kantine macht und deshalb auch schon ein Gerichtsverfahren am Hals hat. Und der sagt, na klar, ich trage dir den Drucker mit nach oben. Würden Sie es machen? Ich bin super verwirrt jetzt. Was? Ja. Was? Mit dem Drucker? Wo soll der hin? Ich hab Kopfschmerzen. Also, wo möchte sie jetzt wohin mit der Moderation? Also, damit habe ich nicht gerechnet. Würden Sie es machen? Die CDU in Thüringen hat sowas Ähnliches getan. Sie hat sich Hilfe von der AfD geholt und das schlägt jetzt hohe Wellen. Ja, aber ich sage so, um die Scheiße mal zu beschreiben, die CDU in Thüringen gemacht hat, ist mir jedes Mittel recht. Auch diese wirre Moderation. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Late Night Berlin zur Rückrunde.